Moin Freunde und willkommen zurück zur achten Episode der Managed Glory. Heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Video. Ich werde euch wie immer zuerst einen kleinen Überblick geben, was sich so in den letzten Tagen getan hat. Und dann werde ich zusammen mit euch alle Testspiele von heute durchgehen. Ich habe nämlich echt sehr, sehr viele Testspiele heute geguckt. Teilweise waren die echt grauenvoll, aber da kommen wir später zu. Ich gebe euch da einen kleinen Einblick, was so meine Erfahrungen waren, was so die Spieler waren, die rausgestanden haben und was ich so generell aus den Testspielen mitnehme. Zuerst fangen wir an, was hat sich bei mir getan? Gar nicht so viel. Ihr seht direkt hier oben Klaus über dem Torwart gelistet. Das ist das besagte Stürmertalent, über das ich letztens gesprochen hatte. Ist ein junger Brasilianer, war jetzt 2 Jahre lang verliehen. Und kam jetzt zurück, weil die Führung von Hoffenheim meinte, dass er bereit wäre, jetzt den Schritt in die erste Mannschaft zu machen. Und er hat heute echt sau, sau gut gespielt. Ich war beim Kollegen gucken, der auch riesiger Hoffenheim-Fan ist. Er lief während des Spiels aus und ja, wir haben beide ein bisschen drauf gegeiert, sagen wir es so. Deswegen muss ich ihn leider, das weiß jetzt nicht die Welt, aber für einen 500k-Spieler eine Mio zu bezahlen, tut dann schon ein bisschen weh. Aber jetzt habe ich ihn erstmal. Er erinnert sehr stark an Joey Linton, also wenn der bei euch auf den Markt kommt, ich kann den euch echt nur empfehlen. Ich versuche den jetzt auch nicht zu pushen oder so. Es geht einfach darum, Joey Linton hat damals fast genau dasselbe gemacht. 2 Saisons verliehen, dann kam er zu Hoffenheim und hat direkt gebombt ohne Ende und ist dann für 40 Mio zu Newcastle gewechselt. Also ja, same story, wäre ganz geil, wenn das wieder passiert, aber Spaß beiseite. Prinzipiell, es ist ein saugeiler Kicker, wenn der bei euch draufkommt, nehmt den auf jeden Fall mit für 500k, wenn er in 2 Wochen immer noch die Tendenz hat, nicht wirklich gut zu sein, könnt ihr ihn immer noch direkt wieder wegwerfen. Hilft euch einfach, falls die Leute in eurer Liga ihn nicht auf dem Schirm haben, einfach nochmal einen kleinen Extra-Spieler, den ihr jetzt kennt. Ja, soweit hat sich dann Torwart, wie immer Lute, nichts getan. Die Abwehr ist auch noch komplett zusammen. Kempf habe ich euch ja schon gezeigt. Belfodil habe ich auch schon erzählt. Ja, den Rest kennt ihr. Für Klaus musste ich Katterbach verkaufen. Der wäre jetzt sowieso gefallen, weil er immer noch angeschlagen ist und auch heute beim Testspiel nicht dabei war. Deswegen war das nicht so tragisch. Als Abwehr-Backup habe ich ja, wie gesagt, den Kempf von Stuttgart gekauft. Ich wäre echt mal froh, wenn jetzt so langsam mal die Spielerbilder reinkommen würden, weil Spieler sehen immer so minderwertig aus, wenn sie kein Gesicht haben. sieht irgendwie jeder Spieler aus wie ein 500k-Spieler. Naja, anderes Thema. Ja, also eigentlich hat sich nichts getan. Katterbach raus, Klaus rein. Tut ein bisschen weh, aber ich glaube, vor allem wenn man in die Saison reingeht, kann man den auch gut mitziehen, weil er jetzt echt nicht teuer ist. Und wenn er auch nur minimal so bombt wie Joey Linton damals, dann hat man da echt ein Mega-Schnäppchen gemacht. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hat auch heute getroffen. Wir fangen direkt an. Ich fange gerade an mit dem zweiten Testspiel von Hoffenheim. Die haben 2-mal gegen Mainz gespielt, 2-mal 2-1 gewonnen. Im zweiten Testspiel hat dann Klaus gespielt, hat auch direkt ein Tor gemacht, ein sehr, sehr starkes Tor. Er ist quasi von links außen durchgesprintet, er war sauschnell, kriegt den Ball durch, lässt einen Spieler aussteigen, in den er ihn tunnelt und schiebt das Ding in den langen Ecken ein. Also der hat das echt saugut heute gemacht, deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn er bei euch auf dem Markt ist, macht ihr nichts falsch, 500k ist ja echt nicht die Welt. Gut, dann mache ich jetzt einen kleinen Cut, wir gehen rüber zu Liga Insider und dann machen wir da weiter mit den anderen Testspielen. Wir beginnen mit dem ersten Testspiel, Hoffenheim gegen Mainz. Beide haben eigentlich fast schon mit der Startelf gespielt. Also wenn ich mir das hier angucke, das sieht schon sehr verdächtig nach Startelf aus. Vielleicht noch Saint-Just für Kilian noch jemand anderes für Burkhardt, wie auch immer. Ansonsten beide mit einer sehr guten Mannschaft aufgelaufen, eventuell hier auch noch wahrscheinlich für Geiger ein Gacinovic und für Vogt noch ein Samaseku. Da hat man bei Hoffenheim wahrscheinlich auch die Startaufstellung für den ersten Bundesligaspieltag. Das war schon von der Spielerqualität her sehr gut. Wer war positiv? Bei Hoffenheim auf jeden Fall Sko. Er ist zwar mittlerweile ziemlich teuer und ist auch auf jeden Fall, hat man aus den Aussagen des Trainers gehört, für die Linksverteidigerposition eingeplant dieses Jahr, aber der Junge war echt, echt gut. Also der hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Wer noch sehr positiv rausgestochen war oder ist, ja, Grilic hat es wieder ganz gut gemacht. Ansonsten war jetzt im ersten Spiel bei Hoffenheim kein Ausnahmespieler dabei.
negativ, aber gleichzeitig ist jetzt auch keiner wirklich aufgefallen. Ich muss ehrlich gestehen, Dabur hat jetzt definitiv nicht sein bestes Spiel gemacht, hat aber auch generell wenig Bälle bekommen. Ansonsten keiner, der jetzt wirklich krass negativ raussticht. Bei Mainz, über wen ich auf jeden Fall reden wollte, war Florian Müller, weil der war absolut scheiße. Also tut mir leid, aber der war wirklich unter aller Sau. Der hat nichts festgehalten. Er hat auch den Fehler vorm ersten Tor gemacht. Also das war wirklich eine grottenschlechte Leistung. Also da kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, dass da meiner Meinung nach sehr, sehr sicher Zentner am Anfang der Saison im Tor stehen wird. Also der ist wirklich sehr, sehr negativ aufgefallen. Mateta war ganz okay. Hat auch sein Tor gemacht, war ganz gut, aber er steht ja auch scheinbar kurz vorm Wechsel. Burkhardt war bemüht, ich fand es irgendwie ganz cool, dass er in der Startelf steht, aber Burkhardt war, ja, war okay, war bemüht. Wie gesagt, ich halte eigentlich voll viel von dem, weil er echt viel gespielt hat, auch gegen Ende der Saison. Ist ein gutes, junges Talent, wenn ihr den bekommt, 500k. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, vor allem hier sieht es wirklich danach aus, als ob er für die Startelf sogar eingeplant wäre. Von daher auf jeden Fall eine kleine Kaufempfehlung. Dann gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Das war dann Stuttgart gegen Bielefeld. Auch hier, das habe ich tatsächlich nicht wirklich viel gesehen. Da kann ich nur basierend auf dem, was ich auf Liga Insider gesehen habe, kurz über meine Spieler sprechen. Kempf wurde erst eingewechselt. Fand ich ein bisschen schade. Scheinbar hier, Liga Insider sagt zwar Viererkette, aber auf Kicker stand, dass Stuttgart in der Fünferkette gespielt hat. Wie gesagt, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Das war eins der wenigen, die ich jetzt heute nicht sehen konnte, weil es halt zeitgleich mit Hoffenheim war. Jo. Ansonsten Kalajic, ja auch ein Verein, wurde auch eingewechselt, leider auch nicht viel gemacht, aber der kam da aus einer Verletzung raus. Bei Bielefeld kann ich leider überhaupt nichts zu sagen, also da habe ich wirklich nicht viel gesehen. Augsburg war recht interessant. Kein Niederlechner, der stand in Anführungszeichen in der zweiten Elf, beziehungsweise die am zweiten Spiel teilgenommen haben. Wer auf jeden Fall was wir sagen, achso, Max nicht in der Elf drin. Ich glaube, der hat im zweiten Spiel gespielt. Iago war nicht wirklich auffällig. Wer wirklich auffällig war, fand ich persönlich, war Finn Bogason. Der hat das echt stark gemacht. Zwei Buden gemacht, ein Assist. Sah wirklich gut aus. Caligiuri, wie man ihn kennt aus den alten Zeiten bei Schalke, wirklich sehr gefährlich vorne, viel angelaufen. Also es sah auch sehr vielversprechend aus. Vargas, zwei Assists zwar, aber ansonsten fand ich jetzt persönlich, dass er nicht wirklich überzeugt hat. Ich habe ihn ja auch im Verein, also ich hate jetzt nicht grundlos irgendwelche Spieler, ich hate nur meine Spieler. War auch ganz okay. Khedira habe ich auch im Verein, der war auch ganz in Ordnung. Also die, wo für mich richtig rausgestochen haben, waren auf jeden Fall Finn Bogason und Caligiuri, die haben das echt geil gemacht da vorne. Defensiv war es jetzt keine Glanzleistung. Ja, so viel kann ich auch nicht mehr zu Augsburg sagen. Freiburg, wer für mich sehr, sehr stark war, war Demirovic. Den habe ich leider damals nicht bekommen, weil ich keinen Kaderplatz mehr hatte. Der hat das wirklich extrem gut gemacht. Der hat mir auch saugut gefallen. Der ist gut angelaufen, hat sich viele Bälle erkämpft und hätte sich auf jeden Fall für die Leistung mit dem Tor belohnen müssen. Ansonsten Günther, wie immer, sehr, sehr stark, sehr, sehr solide. Höfler war auch gut und ansonsten finde ich jetzt nicht, dass jemand da stark rausgestochen ist. Flecken hatte nicht wirklich viel zu tun, also hat noch einen kassiert, war jetzt nicht unbedingt sein Fehler. Ja, kann man auch nicht so viel zu sagen, weil Flecken ist ja auch ein sehr beliebter Spieler gerade. Kann ich nur wirklich viel beurteilen. Ansonsten würde mir jetzt spontan keiner einfallen, der wirklich rausgestochen ist. Obwohl Höhler zwei Tore, aber das war mehr so, also keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so, dass der wahnsinnig überzeugt hat, hat jetzt seine zwei Buden gemacht, mehr aber auch nicht. Dann gehen wir weiter. Bremen, auch sehr interessant. Direkt mit Chong in der Startelf, der hat auch durchgespielt und er hat echt gut gespielt. Ich habe, um ehrlich zu sein, als er kam, habe ich direkt gesagt, nee, ist nichts für mich, bin nicht wirklich von ihm überzeugt, aber er hat das sehr, sehr stark gemacht heute. Viele Bälle gehalten, gut getribbelt. Ähnlich vom Spielstil her wie Rashica. Auch bei seinem Tor ein starker Solo-Lauf und das Ding dann gut vollendet. Also, der sieht echt vielversprechend aus. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ansonsten, wer hat noch rausgestochen? Keine Ahnung. Also, ich hab wirklich, um ehrlich zu sein, sehr viel auf Chong geachtet. Aber ich finde, dass das insgesamt sehr gut funktioniert hat. Nick Woltemade, 18-jähriges Talent, hat letztes Jahr schon sehr, sehr viel Vertrauen bekommen, vor allem in der Rückrunde. Ja. Da sieht man halt, dass der Junge noch nicht viel gespielt hat. Ich meine, der war teilweise auch echt überfordert. Aber generell, für das so viele Youngster dabei waren, war das echt eine solide Leistung von Bremen und vor allem, wie gesagt, von Chong. Das war für mich so der Standout-Player. Wolfsburg fertigt Köln mit 4-0 ab oder war das das Rückspiel? Ne, Quatsch. 2-0, das Rückspiel war, glaube ich, dann nochmal 4-0. Wenn ich mich nicht täusche. Oder 3-0? Ne, okay, dann habe ich das Ergebnis einfach falsch im Kopf gehabt.
Da habe ich schon ein bisschen was gesehen, aber jetzt nicht so viel. Wer auf jeden Fall positiv rausgestochen ist, oder generell fand ich Wolfsburg schon sehr dominant. Die haben das echt stark gemacht insgesamt. Bialek, ich habe es letztes Mal noch zu euch gesagt. Wenn ihr Platz habt, holt den euch. Der hat gute Statistiken und so weiter. Ist auch direkt reingekommen, hat direkt ein Tor gemacht. Ich habe ihn leider damals nicht bekommen, wie immer, weil ich keinen Kaderplatz mehr hatte. Aber der ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Habe ich damals schon gesagt, der geht auch gut nach oben. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass er an Wehrhaus vorbeikommt, aber eventuell probiert Wolfsburg auch mal einen Doppelsturm aus, und ich sehe Bialek auf jeden Fall vor Ginczek, muss ich leider ehrlich gestehen. João Victor hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Ansonsten, ja, ich würde die zwei vorne hier, Victor und Bialek, als ja, mit herausragend, aber schon sehr stark einordnen. Und Köln generell als eher schwach. Also das war alles andere als überzeugend, was sie heute gespielt haben. War wirklich überhaupt keine gute Leistung. Und ja, das sah schon bei beiden hier, bis auf ein paar Einzelheiten, wirklich tendenziell nach Startelf aus. Und das war wirklich nix, keine wirklich gute Leistung von Köln, muss ich leider ehrlich so sagen. Dann haben wir noch das zweite Testspiel, habe ich eben schon drüber geredet. Für mich die Standout-Spieler im zweiten Spiel auf jeden Fall João Klaus. Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass nach der 20. Minute in dem Spiel hier absolut nichts mehr passiert ist. Also die ersten 20 Minuten waren sehr intensiv. Beide Mannschaften haben das richtig cool gespielt, hat Spaß gemacht zu gucken. Aber nach den 20 Minuten war Klaus halt wirklich, also da war generell das ganze Team nicht mehr zu sehen. Bebou hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, Tor und Assist, war auch generell sehr aktiv. Viele gute Läufe in den, ja, wie soll ich sagen, aus den Halbräumen, in die Schnittstellen. Das sah echt gut aus, also der sah sehr, sehr vielversprechend aus. Und ansonsten Gacinovic, der auch viele interessiert, war eher unauffällig, hat paar gute Pässe gespielt, war aber auch nicht wirklich viel ins Spiel eingebunden. Brünn Larsen hat einige, ich sag mal, verrückte Sachen probiert, also ja, schwierige Schüsse, einen guten Freistoß hat er, glaube ich, geschossen, und ansonsten auch nicht viel. Belfodil, den ich auch in meiner Mannschaft habe, den auch viele interessiert, hat auch nicht viel gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Das war ein sehr, sehr stummes Spiel. Er kam aber, glaube ich, erst in den letzten 20 Minuten rein, da hat er nicht mehr viel gemacht. Jo, bei Mainz, in Anführungszeichen zweiten Mannschaft, ist jetzt Tünali. Für seinen 500k Marktwert kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen. Ansonsten war das definitiv eine überschaubare Leistung. Zentner hat das gemacht, was er, oder das gehalten, was er halten konnte. Wie gesagt, die Mainzer Torwartdebatte ist für mich zu 100% entschieden. Müller hat heute wieder bewiesen, warum er nicht mehr die Nummer 1 ist. Zentner ist dem um Welten voraus. Also, wenn ihr euch für einen Torwart entscheiden müsst, auf jeden Fall Zentner. Kann ich nicht oft genug betonen. Und dann noch das Augsburg-Spiel, das zweite, ganz kurz, bevor wir zum größten Brecher heute kommen. Ja, Max hat hier gespielt. Von dem Spiel habe ich nicht viel gesehen, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich, glaube ich, 10 Minuten oder so gesehen. Also kann ich nicht wirklich bewerten, ob das gut oder schlecht war. Was ich aber komplett gesehen habe, war das Spiel von Hertha gegen PSV. Und oh mein Gott, ich habe noch vor dem Spiel mit einem Kollegen drüber geredet. Ja, Hertha dieses Jahr Europa-Anwärter, geile Mannschaft. Und dann die Startelf gesehen. Das sah wirklich so gut aus. Vielleicht noch hier statt Rekik, Boyata rein, und statt, ja gut, das war es auch eigentlich schon. Dann ist es ja eigentlich schon Startelf. Ah, nee, Quatsch, und statt Jahrstein auf jeden Fall Schwolo. Jahrstein hat auch jeder direkt beim ersten Tor, Jahrstein kurze Ecke nicht zugemacht und einfach aus dem spitzesten Winkel aller Zeiten ein Ding auf den kurzen Ecken reinbekommen. Also es war wirklich wieder eine absolut beschissene Leistung von Jahrstein. Meine Learnings, beziehungsweise was ich aus dem Spiel entnehmen kann: Jahrstein würde auf jeden Fall gar keine Chance auf die Nummer 1 Stelle haben, aber das war auch eigentlich wahrscheinlich allen Kickbase-Managern klar. Und selbst wenn Boyata für Rekik zurückkehrt, das war eine furchtbare Leistung von der Hertha. Wirklich ganz, ganz mieses Spiel. In den ersten 20 Minuten haben sie noch einigermaßen mitgespielt, aber die waren so wahnsinnig anfällig für Konter. Dieser Malen von PSV, die FIFA-Spieler werden ihn kennen unter euch, der hat die so weggestratzt. Also der ist so oft durch diese Abwehrkette durchgelaufen und hatte null Gegenwehr. Das war wirklich defensiv eine furchtbare Veranstaltung. Seevolk, den habe ich auch in meinem Team, war in der ersten Halbzeit ganz gut, in der zweiten wurde dann früh ausgewechselt. Also er hat jetzt auch ein relativ stummes Spiel gehabt, hat eigentlich einige gute Ansätze, aber prinzipiell auch absolut keine gute Leistung. Und ja, generell gesehen ein sehr, 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 sehr enttäuschendes Spiel von der Hertha. Jo, zurück in Kickbase. Heute Abend spielen dann noch Ajax gegen Frankfurt, beziehungsweise jetzt gerade hat das Spiel schon angefangen. Das werde ich mir aber nicht mehr reinziehen, weil ich noch ein bisschen was für die Uni machen muss. Ja, ich hoffe, ich konnte das relativ gut zusammenfassen, dass ihr einen kleinen Überblick über alle Spiele bekommen habt. Falls ihr ein Spiel, das ich nicht gesehen habt, lasst gerne in den Kommentaren ein paar Tipps da für die anderen Manager, was ihr den Spielen so entnehmen konntet. Und ja,
Dann verabschiede ich mich. Falls ihr noch Fragen zu den Spielen habt, ich habe wirklich fast alles gesehen, könnt ihr mir gerne die Fragen in die Kommentare stellen, ob ich einen spezifischen Spieler kurz analysieren, bewerten kann, wie auch immer. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.